Herr Werner, den zweiten Teil unseres Interviews möchte ich gerne mit dem Stichwort Konsumsteuer beginnen. Was steckt eigentlich dahinter? Also wenn wir das eingesehen haben, dass es eine Frage ist, ob wir genügend Güter und Dienstleistungen haben, und dann eingesehen haben, dass es dann nur eine Frage ist, ob es uns gelingt, die Menschen an die Güter und Dienstleistungen heranzubringen. Und das geschieht eben dadurch, dass wir ihnen ein Einkommen verschaffen. Wenn sie heute leben wollen, brauchen sie ein Einkommen. Jeder, der uns lebt, braucht ein Einkommen. Ohne Einkommen können sie nicht leben. Also ist das Einkommen sozusagen das Nadelöhr, dass ein Mensch ein eigenständiges Leben führen kann. Ohne abhängig zu sein von irgendwelchen anderen Großmüttern, Schwiegermüttern oder egal was. Ne? Einkommen des Einzelnen, des Individuums. Dann brauchen wir natürlich noch was Zweites. Wir haben sehr, sehr viele gemeinschaftliche Aufgaben. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Gemeinschaft genügend Einkommen hat, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Da sind wir bei den Steuern. Und jetzt kann man sich fragen, ja, was ist denn eine vernünftige Steuererhebungsmethode, die den gewandelten Zeiten Rechnung trägt? Und das Problem ist, dass wir heute noch besteuern in unserem Denken, als wenn wir Selbstversorger wären. Wir tun sozusagen das Einkommen besteuern, Einkommen, Klammer auf, Ernte, Klammer zu, so wie früher, der Zehnt. Aber obwohl das, was wir tun, gar nicht für uns ist. Und faktisch ist es auch heute schon so, dass jede Steuer, die wir bezahlen, müssen wir verkalkulieren in den Preisen, die wir berechnen. Also die Steuer, die der im Drogeriemarkt bezahlen muss, die tut zwar dem Drogeriemarkt bezahlen, aber tragen tun es die Kunden. Die Steuern, die Sie bezahlen müssen, die tun Sie zwar bezahlen, aber tragen müssen es Ihre Kunden, sonst können Sie es nämlich nicht bezahlen. Wenn man sich jetzt mal klar macht, dass wir faktisch schon jede Steuer, jede Abgabe, dass die in den Preisen hineinverkalkuliert werden, dann wäre es doch klüger, dass man sie auch dort, wo sie dann berechnet werden, erst berechnen. Dann sind sie bei der Konsumsteuer. Das ist ein Problem in erster Linie mal für unsere Finanzwissenschaft und für unser ganzes wirtschaftliches Denken. Da braucht sich eigentlich der Anführungszeichen normale Bürger gar nicht mit beschäftigen, sondern das ist ein Problem der Fachleute. Ne? Sie selbst bezeichnen das Grundeinkommen häufig als einen Kulturimpuls. Wie realistisch ist denn Ihrer Einschätzung nach überhaupt eine Einführung? Naja, das beantworte ich die Frage mal so. Was für uns heute die Realität ist, war gestern, vorgestern die Utopie. Und was morgen die Realität ist, ist heute die Utopie. Also wenn wir die Zukunft gestalten wollen, müssen wir Utopien diskutieren. Müssen wir Utopien in den gesellschaftlichen Diskurs bringen. Über die Medien. Deswegen ist es Ihre Aufgabe, ne? Gesellschaftlicher Diskurs. Und wenn die Gesellschaft sozusagen das Neue lang genug diskutiert hat und sich damit auseinandergesetzt hat, dann ist das Neue realisierbar. Also in unserer Gesellschaft können wir nur Dinge realisieren, die Gesellschaft verstehen kann. Und deswegen kommt es immer aus der Kultur. Sie können nichts in der Gesellschaft realisieren, was von der Gesellschaft nicht verstanden wird. Der Oswald Mendel-Reuning, dieser berühmte katholische Sozialphilosoph, der hatte schon vor 60 Jahren gesagt, alles, was produziert werden kann, ist auch finanzierbar. Vorausgesetzt, wir haben den ehrlichen Willen dazu. Das Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir von der Finanzierung her denken und nicht vom Hervorbringen, von der Produktion. Also in dem Moment, wo wir was produzieren können, können wir es auch finanzieren. Das läuft, wenn man sich mal wirklich die Mühe machen würde und würde das gucken, wie ist das denn tatsächlich so in unserer Gesellschaft, dann ist es ganz genauso. Wenn Sie eine Initiative haben und was hervorbringen an Gütern, dann holen Sie sich einen Kredit. Der Kredit führt zu einer Geldmengenvergrößerung und damit ist es finanziert. Das ist ja die Methode des Kredites. Deswegen können Sie eine Volkswirtschaft gar nicht betreiben ohne Kredit. Weil der Kredit ist immer notwendig, um das Neue zu ermöglichen. Aber dass der Kredit notwendig ist, ist, weil was Neues ermöglicht werden kann. Niemand würde einen Kredit geben in etwas, was nicht ermöglicht werden kann. Also der Engpass ist immer, dass man es produzieren kann. Nicht, ob man es finanzieren kann. Und sozusagen die Verführung, der wir anheimfallen, ist, dass wir dann sagen, nein, wir können es aber nicht finanzieren. Meine Tochter, als sie 7 Jahre alt war, die hatte noch einmal so ein paar Ideen als Siebenjährige, ne, habe ich immer gesagt, Johanna, das ist dem Papa zu teuer, das kann der Papa nicht bezahlen. Ne?
Und dann kam sie mal und hat gesagt, du Papa, aber du kannst doch das bezahlen, das ist doch gar nicht wahr. Sag ich, ja, stimmt eigentlich. Ne? Und dann sagt sie, ja, du willst es nicht. Sag sie, das hast du gut erkannt. In Wirklichkeit will ich es nicht. Also die Leute, die sagen, das ist nicht finanzierbar, die können sich es noch nicht vorstellen. Und weil sie es nicht vorstellen können, wollen sie es nicht. Es gibt ja noch ein paar andere Konzepte zum Grundeinkommen, unter anderem das der Piratenpartei. Wie beurteilen Sie deren Konzept? Na, die Piraten tun sich, also das ist ja jetzt im Prinzip, das Grund, ich muss vielleicht so anfangen, das bedingungslose Grundeinkommen ist eigentlich eine Idee, eine der wenigen Ideen, die durch die ganze Gesellschaft gehen. Sie finden in jeder gesellschaftlichen Gruppierung, angefangen von ganz rechts bis nach ganz links, von ganz Konservativen bis ganz fortschrittlich, finden Sie, welche dafür sind und dagegen sind. Das macht der Sache Charme. Aber die Realitäten von morgen, also die Utopien von heute, die brauchen halt den gesellschaftlichen Diskurs. Und deswegen ist es positiv, wenn die Parteien sich damit beschäftigen. Wenn jetzt eine Partei, die noch dazu zu überraschenden Wahlerfolgen kommt, sich das Thema auf die Fahne schreibt, dann wird es plötzlich ja, diskussionsfähig oder diskussionsnotwendig, auch aus Sicht der anderen Kräfte, die damit wirken. Und je mehr die Idee bewegt wird, desto eher werden die Menschen sie verstehen können. Aber machen können wir immer nur das, was wir verstehen können. Und wenn wir was verstehen wollen, müssen wir uns mit beschäftigen. Das heißt, wir müssen unser Gehirn einschalten, ne? Salopp gesagt. Und dann kann das Neue auch entstehen. So ist es mit allem gewesen. Ne? Und als der Carl Benz das Automobil erfunden hat, haben ihn alle ausgelacht. Das war eine Utopie. Das wird nie werden. Vieles. Auch die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Wahlrecht für Frauen. Doch noch vor 110 Jahren hat es gebildete Menschen gegeben, die haben öffentlich verkündet, dass Frauen nicht wählen dürfen, weil sie nicht denken können. Ne? Da würde heute jeder drüber lachen. Also die Zeiten verändern sich, brauchen Sie keine Angst zu haben. Jetzt nochmal zu der Piratenpartei. Haben Sie sich denn mit dem Konzept, was die vorgelegt haben, näher oder eingehender beschäftigt? Naja, die greifen jetzt das an Ideen auf, die da schon sozusagen auf dem Markt der Ideen des bedingungslosen Grundeinkommens sich befinden. Und das wird halt im gesellschaftlichen Diskurs, wird sich das dann herausbilden, was dann auch so ist, dass es mehrheitsfähig ist. Und damit wir dann Schritte machen müssen. Ne? Also ich sage immer, das Neue muss man revolutionär denken, aber man muss es evolutionär umsetzen. Manches läuft in der Gesellschaft schief, weil die Dinge sehr kleinlich gedacht werden, aber sehr radikal umgesetzt werden. Siehe Hartz IV. Hartz IV ist ein typisches Beispiel dafür. Ne? Kleingeistig, ohne eine große Geste gedacht, aber sehr, sehr radikal umgesetzt. Ne? Ja, das haben Sie als offenen Vollzug bezeichnet. Das nenne ich als offenen Strafvollzug. Ne? Wir haben das sozusagen bei vollem Bewusstsein, haben wir Regelungen erlassen, Gesetze erlassen, die dazu führen, dass der einzelne Bürger Grundrechte verliert. Das ist eigentlich ein Skandal. Und das stört noch nicht mal das Verfassungsgericht. Ist interessant, ne? Daran merkt man, es ist eine Bewusstseinsfrage. Bisher hat sich ja keine Partei außer den Piraten das Grundeinkommen auf die Fahnen geschrieben. Es wird zwar in den Ausschüssen debattiert, aber man geht nicht in die Öffentlichkeit. Wie schätzen Sie das ein? Wird sich das ändern? Bisher möchte sich ja kaum einer vorwagen. Ja. Also die Dinge gehen ja so ein bisschen, ich sag oft mal, wie so ein Schwelbrand voran. Ne? Man sieht gar nichts, man bemerkt gar nichts. Man riecht vielleicht mal manchmal was, ne? Und plötzlich steht das Ganze aus in Flammen. Also Entwicklung ist immer ein diskontinuierlicher Prozess. Immer diskontinuierlich, überraschend. Ne? Am 9. November 1989 hat keiner damit gerechnet, noch abends um 18 Uhr, dass die Mauer fällt. Inklusive meiner Person waren die Menschen der Meinung, also das erlebe ich gar nicht mehr, dass die Mauer fällt. 2 Stunden später war sie gefallen, oder 3 Stunden später. Hinterher kann man das dann alles, sagt man ja, es musste ja so kommen. Ne? Nein,
Das ist immer überraschend, immer diskontinuierlich, immer schubweise. Können Sie überall beobachten, ja. Überall können Sie beobachten. In der Erziehung, in der Entwicklung von Kindern, immer schubweise. Macht dann immer plötzlich einen Schritt, die Welt sieht dann plötzlich anders aus. Und so ist es, wird es mit dem Grundeinkommen auch sein. Wenn genügend Menschen, ich sage jetzt mal, das mir unsympathische Wort benutze ich mal, wenn eine kritische Masse von Bürgern das anfangen können zu denken, wenn sie es denken können, ist es für sie vorstellbar, dann ist es plötzlich realisierbar. Und glauben Sie, Ihnen wird es passieren. Sie machen morgens das Fenster auf und die Welt sieht anders aus. Ja? Weil Sie sozusagen durch neue Einsichten, durch neue Ideen über die scheinbaren bisherigen Grenzen hinausgucken. Ja? Und glauben Sie mir, unsere Urgroßeltern oder Ururgroßeltern, wenn die heute hier auf die sehen würden, wie wir leben, unvorstellbar. Sogar für Sie selbst, ne? Also wenn ich sehe, wie wir heute in unseren Filialen arbeiten, mit den Systemen und so weiter, das war für mich vor 40 Jahren, als ich die Firma gegründet habe, unvorstellbar. Und wenn ich damals sowas erzählt hätte, hätte ich gesagt, dem geben wir keinen Pfennig Kredit, das ist ein Spinner. Doch klar, oder? Die Dinge, man wächst da rein, es sind immer Entwicklungsschübe. In Namibia gibt es ja so einen Feldversuch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Was wäre denn in Deutschland eine vorstellbare Landschaft für sowas? Also in Oldenburg haben wir zum Beispiel wenig Industrie, viele Lehrer, Studenten, Kreative, Gerichtsbarkeiten. Na, die haben es ja schon. Die haben es ja schon. Ne? So ein Richter zum Beispiel, der wird ja nicht für seine Leistung bezahlt. In der ganzen Bildung, im ganzen Sozialen, in der ganzen Kunst werden sie ja nie für die Leistung bezahlt. Sondern immer mit dem Einkommen wird ihnen die Leistung ermöglicht. Das ist eigentlich die kopernikanische Denkbewegung, die wir machen müssen, dass wir sagen müssen, halt mal, Arbeit ist unbezahlbar. Was ich bezahlen muss, ist, dass jemand leben kann. Also, dass Sie jetzt mit mir so ein Video-Interview machen können, das liegt daran, dass Sie ein Einkommen haben. Das Video-Interview ist unbezahlbar. Damit können Sie vielleicht dann das nächste bezahlen, ne? Das ist auch dieser Denkirrtum, dass man meint, indem man was bezahlt, tut man die Vergangenheit abrechnen. Nein, nein, man ermöglicht immer die Zukunft. Also wenn Sie bei uns einkaufen und holen sich eine Tube Zahncreme aus dem Regal, dann meinen Sie ja buchstäblich, und daran merkt man, wie wenig wir die Dinge durchdenken, dann meinen Sie, Sie würden es dann an der Kasse bezahlen. Diese Tube Zahncreme. Aber die ist ja schon bezahlt, sonst können Sie gar nicht im Regal stehen. Merken Sie, jetzt wird es schon deutlich. Was Sie bezahlen an der Kasse ist, dass wir wieder eine bestellen können. Also ist Bezahlung immer ein Griff in die Zukunft. Ne? Ist immer eine Antizipation der Zukunft. Nie ein Abrechnen der Vergangenheit. Leuchtet ein? Leuchtet es ein? Ja. Ja, es leuchtet zwar ein, aber ich als ehrenamtlicher Lokalteilredakteur bekomme hier für diese Situation natürlich gar keine Bezahlung. Das ist für mich aber auch weniger Arbeit als eine Aufgabe. Mich interessiert ja jetzt spontan, wo Sie jetzt den Unterschied zwischen Arbeit und Aufgabe sehen würden. Ja, dass die Menschen tätig werden können. Genau, jeder wendet sich einer Aufgabe zu, ja, nicht mehr einer Arbeit. Wir werden auch später mal, in ein paar hundert Jahren, werden wir nicht mehr von Arbeitsgesellschaft sprechen, sondern von Tätigkeitsgesellschaft. Der Mensch ist ein Tätigkeitswesen, im Gegensatz zum Tier. Ein Tier ist ein Reaktionswesen. Der Mensch wird tätig. Er gestaltet und verändert die Welt. Das machen Tiere nicht. Tiere nehmen die Welt so, wie sie ist. Die Menschen verändern die Welt. Zum Teil auf sehr tragische Weise. Gar keine Frage. Aber der Mensch kommt auf die Welt, um die Welt zu verändern. Nicht um in der Welt zu leben.